Müll, ein Milliardengeschäft. Wer das gesetzlich vorgeschriebene Recyceln umgeht, den Müll zum Beispiel einfach verbrennt, wird mit hohen Profiten belohnt. Das ist illegal. Aber auch deutscher Abfall wird seit Jahrzehnten nach Osteuropa geschmuggelt. Nachfragen unerwünscht. Nehmen Sie bitte kurz die Kamera weg. Das sind Strukturen von organisierter Kriminalität. Der rumänische Klimaaktivist Octavian Berceanu will die Müllschmuggler zur Rechenschaft ziehen. Doch die sind schwer zu fassen. Brandstiftung auf einer illegalen Mülldeponie in Rumänien. Wieder einmal. Vor einem Jahr, Octavian Berceanu, damals Chefkommissar der rumänischen Umweltpolizei, leitet die Untersuchungen. Das war eine sehr große Menge an Materialien, die hier verbrannt worden ist und die für 20 Minuten sehr viel Rauch produziert hat. Hat man hier noch zwei solche Feuer, dann versinkt der Süden von Bukarest in Rauch und Gestank. Und nicht nur der Süden. Ganz Bukarest hat ein riesiges Umweltproblem. Die Grenzwerte wurden in den letzten Jahren mehrmals hundertfach überschritten. Und das nicht nur wegen der vielen Autos, sondern auch wegen des immer wieder illegal verbrannten Abfalls. Und der stammt auch aus Deutschland. Im Sommer etwa macht die rumänische Grenzpolizei einen spektakulären Fund in der Hafenstadt Constanța am Schwarzen Meer. Über 1800 Tonnen verdächtige Abfälle, in den Transportdokumenten als Plastik deklariert. Doch stattdessen neben Plastik eine Mischung aus Metall, Reifen, Batterien und krebserregendem Asbest. Laut EU-Richtlinien gefährlicher Abfall. Dahinter steckt offenbar ein internationales Netzwerk. Der Müll stammt von der Firma Melor Edelmetall bei Hamburg. Der Importeur wiederum kommt aus Rumänien. Eine Firma, gegen die bereits wegen Recyclingbetrug ermittelt wurde. Auch eine belgische Firma ist darin verwickelt, als Vermittler. Diese ist bereits im Visier der belgischen Behörden. Wir kontaktieren die europäische Polizeibehörde Europol. Jan Oppenhort erzählt uns, wie illegale Müllgeschäfte funktionieren. Ich rede von Korruption, ich rede von Urkunden- und Dokumentenfälschung und ich rede auch von Geldwäsche. Und Sie können davon ausgehen, dass die Banden, die sich mit dem Müll beschäftigen und den vielleicht irgendwo hinschicken, dass die sind keine Fachleute in Urkundenfälschung, die sind keine Fachleute in Geldwäsche, das sind keine Fachleute in Korruption. Das heißt, die outsourcen eine kriminelle Handlung zu Subunternehmern, zu kriminellen Subunternehmern. Die Profite der illegalen Müllgeschäfte werden europaweit auf 15 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Im Detail funktioniert das so. Wer in Europa Abfall produziert, muss ihn meist wiederverwerten lassen. So ist das Gesetz. In Deutschland verlangen Recyclingfirmen dafür 500 Euro pro Tonne. Rumänische Unternehmen 30 Euro. Hier fängt das Geld. Sie zu beauftragen ist legal, aber es dürfen keine giftigen Bestandteile enthalten sein. Wenn das deutsche Unternehmen also den billigeren Abnehmer im Ausland beauftragt, aber nicht genau trennt und der Müll dann nicht teuer wiederverwertet, sondern nur verfeuert oder vergraben wird, dann ist das illegal. Nur ein kleiner Teil des Mülls wird wiederverwendet. Noch einmal mit Octavian Berceanu auf der Mülldeponie, ein paar Monate später. Er trägt keine Polizeiuniform, mittlerweile wurde er abgesetzt. Hat sein Kampf gegen die Müllkriminalität damit zu tun? Das sind Strukturen von organisierter Kriminalität. Da wird Abfall aus Ländern wie Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Italien, aber auch aus Rumänien selbst oder Bulgarien verschoben. Dieser Abfall wird zum Teil tausende Kilometer hergebracht. Laut EU-Kommission ist Deutschland einer der wichtigsten Märkte für die illegale Entsorgung. Ein Teil des Abfalls geht in die Zementfabriken. Unter dem Deckmantel einiger Verträge werden viel größere Mengen Abfall importiert, als diese Fabriken für die Zementproduktion verbrennen können. So landet der Müll auf dem Feld und wird dort verbrannt. Musik
Der Fall liegt jetzt auf dem Tisch der rumänischen Staatsanwaltschaft, bestätigt uns Petrica Bakaim, Chefkommissar der Grenzpolizei. Er ermittelt zusammen mit dem Staatsanwalt. Das betroffene Unternehmen in Deutschland hat eine Gerichtsvorladung erhalten. Es gilt nun als tatverdächtig. Bei den Ermittlungen haben wir eng mit den deutschen Kollegen zusammengearbeitet, nachdem wir von der EU dazu aufgefordert wurden. Wir möchten die deutsche Firma Melor Edelmetall mit den Vorwürfen konfrontieren und fahren nach Hamburg. Hier liegt der drittgrößte Hafen Europas. Millionen Container werden jährlich von hier aus verfrachtet. Auch Abfall. Wir finden heraus, dass Melor der Umweltschutzorganisation Greenpeace bereits länger bekannt ist. Auch Manfred Sanden hofft auf eine Stellungnahme. Aber Melor wolle sich zum Fall nicht äußern, wird uns am Telefon gesagt. 10 Tage davor hatten wir bereits eine offizielle Presseanfrage geschickt. Keine Rückmeldung. Plötzlich kommt der Geschäftsführer dann doch zu uns, um zu fragen, was wir hier machen. Wir haben Sie angerufen. Wir haben Sie gerade angerufen. Und worum geht's denn? Es geht um Transporte von Melor, die in Rumänien gefunden worden sind und die illegal sind. Nein. Doch. Nein, nein. Sie sind strafverfolgt dort. Nein, das ist Blödsinn. Das ist aufgeklärt, das ist ein Irrtum. Möchten Sie uns das sagen? Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner. Deswegen haben wir Sie angerufen, damit Sie uns Ihre Stellungnahme... Nehmen Sie bitte die Kamera kurz weg. Einige Minuten später weiß der Geschäftsführer doch von dem Ermittlungsverfahren, sagt aber, dass seine Abfallexporte legal waren. Also die Rumänen, die haben irgendwas am Laufen, das weiß ich. Die Rumänen haben aber keine Analyse gemacht, die haben einmal drauf geguckt und dann, oh, da ist irgendwas drin, Stückchen Kabel, Stückchen Platine... Die Analyse der Abfälle, die im Auftrag der rumänischen Staatsanwaltschaft von einem deutschen Labor gemacht wurde, liegt der DW vor. Zitat: Eine Mischung der Abfälle wurde in allen Containern gefunden. Plastik, Holz, Textilien, Batterien, Akkus, Metall, Kupfer, Aluminium, Asbest. Also auch nicht deklarierte giftige Bestandteile. Und das ist nicht alles. Von den polnischen Behörden erfahren wir, dass ein Abfallexport von Melor auch dort als illegal identifiziert wurde. Die polnischen Behörden haben ihren Abfall auch als illegal eingestuft. Ja. Falsch. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Deutschland ermittelt gegen das Unternehmen. Auch Greenpeace hat ein Auge auf Melor geworfen. Wir wissen, dass Melor zum Beispiel Abfälle nach Malaysia liefert. Wir haben mal geschaut, wo das in Malaysia hingeht. Und wir haben auch geschaut, ob diese Abfälle zum Beispiel belastet sind mit Brom. Wir sind da noch nicht ganz zu Ende mit unseren Untersuchungen, aber da gibt es einen Verdacht, dass vielleicht... die Verunreinigung auch da zu hoch ist. Das weist der Geschäftsführer als falsch zurück und sagt, in seinen Abfällen gäbe es kein Brom. Wir wollen eine Stellungnahme vom Umweltbundesamt zum Phänomen der illegalen Abfallverbringung. Diese Behörde liefert die Statistiken für die Abfallexporte in Deutschland. Ein Interview wurde mehrmals abgelehnt. Mehr noch, ein Vertreter der Behörde teilte uns schriftlich mit, dass unsere Fälle irrelevant und die Ausführungen von Europol wenig mit Fakten unterlegt seien. Zurück in Rumänien. Die Ermittlungen werden vom Staatsanwalt Theodor Nitzer geleitet. Der Fall aus Hamburg ist nur einer von vielen Fällen von Müllschmuggel, die er untersucht. Das Problem seien aber nicht nur dubiose Geschäftsleute, sondern auch korrupte Politiker. In den letzten Jahren hätte er mehrmals die Regierung in Bukarest aufgefordert, endlich gegen die Müllschmuggler vorzugehen. Die Antwort einer Ministerin machte mich sprachlos. Sie meinte, wir können das nicht machen, weil wir damit die großen Zementproduzenten ärgern würden. Die haben eine starke Lobby. Steht so viel auf dem Spiel? Zementfabriken dürfen durchaus Abfälle zur Energiegewinnung verbrennen, nur nicht jede Art von Abfall und nicht entgegen den gesetzlichen Bestimmungen. Sie haben keine Filter oder die solche haben, benutzen sie nicht. Auch keine Kühlsysteme. Der Rauch kommt heiß in die Atmosphäre und dann regnet es Dioxine und Furane, gesundheitsschädliche Substanzen. Fahren Sie hin, eine Apokalypse. Wir machen uns auf den Weg. Umweltschützer Berciano möchte uns eine der großen Zementfabriken Rumäniens zeigen. Diese gehört dem deutschen Unternehmen Heidelberg Zement.
Berciano trifft den Parlamentarier Dragoș Popescu, der einen Gesetzentwurf zum Stopp illegaler Abfallverbrennungen vorgeschlagen hat. Wir möchten ein nationales Register haben, in dem alle staatlichen Umweltgenehmigungen sichtbar sind, damit jeder weiß, welcher Betrieb für welche Art von Emissionen genehmigt wurde. Denn bisher gibt es keine derart zentralisierte Information. In diesen Regionen ist die Umweltverschmutzung sehr hoch. Luft, Boden, Wasser, alles ist verseucht. Die Fabrik verbrennt sehr viel Abfall. Wir möchten mit Heidelberg Zement reden. Unsere Interviewanfrage wird jedoch abgelehnt. Auch aufs Fabrikgelände dürfen wir nicht mit der Kamera. Stattdessen versichert uns der Konzern per E-Mail, dass er keine Abfälle importiere und dass er mit keinen Lieferanten arbeite, die das tun. Ist das tatsächlich so? Die rumänische Grenzpolizei sagt etwas anderes. Sie stoppte 2021 mehrere unzulässige Abfallimporte, die für einen direkten Lieferanten von Heidelberg Zement bestimmt waren. Berciano ist überzeugt, dass in der Müllbranche oft Schmiergeld fließt, um die Entdeckung illegaler Transporte zu verhindern. Ich habe klare Beweise, dass dieses schmutzige Geld in der Politik landet. Zum Beispiel hat ein Berater von zwei Ministern eine illegale Mülldeponie von 1 Million Kubikmetern. Total illegal. Korruption und mangelnde Kontrollen, sagt Staatsanwalt Nizer Gebis europaweit. Er fährt zum Hafen zu einer neuen Kontrolle. Eben bekam ich einen Anruf von der EU-Justizbehörde. Es geht um die Koordination des Falls mit Deutschland und Belgien. Gegen die Firma aus Hamburg wurde in Rumänien Anklage erhoben. Nun werden Richter entscheiden, ob Melor strafbar gehandelt hat oder nicht. Damit ist aber Nizers Arbeit noch lange nicht abgeschlossen. Die Verbrecher sind sehr schnell, sehr anpassungsfähig. Ihnen sind die Regeln egal. Sie bewegen sich sehr schnell. Wenn wir, die Behörden, unbeweglich und sie geschmeidig sind, geht das nicht. Seit China 2018 Müllimporte verboten hat, geht nun mehr Abfall nach Rumänien, Bulgarien, Polen. Deutschland gilt als Recycling-Spitzenreiter, wohl auch dank der Müllexporte nach Osteuropa.